Hallo, herzlich willkommen zum Vlog Nummer 2. Was wollte ich sagen? Wie fangen wir an? Ich weiss gar nicht, über was ich reden will. Egal. Nur Scherz, ich weiss natürlich genau, über was ich reden will. Und zwar habe ich ja im ersten Vlog gesagt, dass so ab und zu wird ein Vlog kommen. Und das habe ich mich natürlich nicht gehalten. Es ist jetzt irgendwie gar nicht 2 Wochen her. Aber scheißegal, es muss länger. Als erstes, das erste Thema, das ich wollte sagen, Forza Horizon 3, glaube ich. Momentan, wie ihr seht, hier mit dem Steuerrad, absolut der Hammer. Ich würde es jedem empfehlen, es ist der Hammer. Woo! Dann als zweites, das war eigentlich schon alles, ich habe jetzt circa 20 Stunden gespielt mit dem Lenkrad. Es funktioniert, wenn ihr ein Tutorial wollt, schreibt in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht oder whatever. Und ich mache euch ein Tutorial. Wenn ihr ein Tutorial wollt, wenn ich das geile Rally Lenk-Drift-Steuerrad hier montiert habe mit G27. Schreibt es in die Kommentare und ich tue euch das gerne. Ich habe ein Video gemacht. Ein Tutorial über genau das, wie ich das Lenkrad als G27 montiert habe. Also check it's ab und ja, weiter im Text. 20 Stunden habe ich Forza Horizon gespielt. Gut, eben, 20 Stunden habe ich Forza Horizon gespielt und es ist absolut der fucking Hammer. Es ist wirklich geil, es ist abwechslungsreich. Was noch nicht so im Griff habe, ist Driften. Ja, Drift-Videos gibt es auch auf meinem Channel. Und eigentlich nur von Assetto Corsa, weil das ist mein Game. Das ist wirklich mein Game für Driften. Es gibt nichts Geileres als Assetto Corsa. Eine geile Mod, eine geile Strecke und los geht's. Aber momentan Forza Horizon, absoluter Shit. Ich würde es jedem empfehlen, der gerne Race Games hat, das mal zu testen. Es ist cool as fuck! Gut, dann zum nächsten Thema. Mein Arm ist fertig. Ihr wisst es, vielleicht auch nicht. Ich habe meinen Arm tätowieren. Und er ist fertig. Und was soll ich sagen? Es ist so geil rausgekommen. Und ja, ich würde einfach mal sagen: BAM! In the house! Es ist noch nicht ganz verheilt, aber ja, ich würde einfach sagen, ich tue hier kurz mein T-Shirt ein bisschen auf, ja, und dann mal einfach ein bisschen zeigen. Meine fette Eule, Mann, mit der Rasierklinge, die auf der Rasierklinge sitzt, wegen meinem Bart. Dann meine Noten, die ich schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren habe oder 15 Jahren habe, kann ich jetzt einfach hier einbauen. Darum auch das Tape dazu. Keine Ahnung, alle unter 18, ich wüsste jetzt wahrscheinlich nicht mehr, was das Tape ist. Mit dem Kopfhörer am Start, Stizzle. So. Und natürlich oldschool, den Nintendo Controller. Muss drauf. Krone, weil Krone, ich meine, ich bin der King von meinem Leben. Der King! Ja, egal. Du weißt, was ich meine. Krone. Das da ist, das müsst ihr nicht wissen, was das heisst. Ich weiß, was es heisst. Und es bleibt so. Dann, ein bisschen crazy, sieht man das? Ja, soll ich das zeigen? Gains! Moment, scheiße. Der Hamburger mit der Pommes und dem, wo ist es? Da, Ketchup, sieht man das? Ketchup, da, Ketchup. Und ja, ich habe gedacht, das passt. Weil ich esse gerne viel. Ich esse gerne Burger. Von dem her passt das. Und da oben noch meine sexy Chica. Ist nicht super sexy. Nicht Cap, Snapback, gleiches Teil wie ich. Und Brille, die nerdy bitch. Ja, soviel zum Thema. Das wäre das zweite, mein Tattoo. Ich bin froh, ist es fertig. Es ist lang gegangen, und, aber es hat sich absolut gelohnt. Ja, und jetzt habe ich schon wieder den nächsten Termin für mein nächstes Tattoo. Ich sage noch nicht, was es ist. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich es machen soll. Ich weiss, was ich machen will. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, wie genau. Muss ich noch überlegen, aber ich habe noch mehr als einen Monat Zeit. Und von dem her kein Problem. Das Tattoo wird an dem Arm, der noch ziemlich leer ist, außer das kleine hier, wird das da innen irgendwie, keine Ahnung, da so drüber drinnen. Ja, eigentlich etwas ziemlich einfach, simples, easy style. Ja, das ist das zweite Thema gewesen. Und was habe ich noch vergessen? Genau, Thema 3. Übrigens mein sexy T-Shirt gesehen. Das Aquarium. Ich habe mein Aquarium neu eingerichtet. Wie ihr wisst, ich habe Kugelfisch gehabt, die sind gestorben. Und
Wie soll ich sagen? Sie sind tot. Einfach tot. Nein, scheiße, sie sind alt gewesen. Ich hatte sie schon ewig lang gehabt. Die haben ewig lang gelebt. Und für das ich eigentlich nicht wirklich sehr viel Ahnung von Fisch und Aquarium habe und das als Expertenfisch gilt, kann ich sagen, 10 Jahre ist eine sehr gute Lebenserwartung. Und ich glaube, ich habe diesen Fisch ein gutes daheim gefunden, bis sie dann halt leider gestorben sind. Einer nach dem anderen über längere Zeit. Und ja, jetzt egal, nächstes Thema, ich wollte ein Garnelenbecken machen. Ich habe jetzt ein neues Aquarium gekauft, habe Einrichtung gekauft, habe alles Mögliche gekauft und als Dankeschön hat das Holz das Wasser gelb gefärbt. Dann habe ich gedacht, fuck it, ich mache, wie soll ich sagen, mein Aquarium mache ich es halt noch einmal. Gehe in ein Aquariumgeschäft, kaufe Holz dort, extra, spezielles Moos, Java, Sumpf, Holz, frag mich nicht. Habe das ins Wasser eingelegt, mehrmals Wasser gewechselt, wie es geheissen hat, alles schön befolgt, dann das Aquarium wieder eingerichtet. Ja, keine Ahnung, jetzt ist alles schön drin, ich habe ein Laborgras gekauft, wo... Laborgras gekauft und der Scheiß ist einfach, wie soll ich sagen, der Scheiß ist, es wächst irgendetwas auf dem Holz. Zwar sieht das aus wie so ein Spinnennetz, frag mich nicht. Google gibt natürlich 15 verschiedene Antworten und ich gehe jetzt nächste Woche in ein Aquariumgeschäft fragen. Ich habe Fotos gemacht, könnte eigentlich, nein, ich blende Käse, grusig. Kann ich fragen, was das soll und vielleicht haben sie eine Idee, vielleicht gibt es ein Mittel, vielleicht, keine Ahnung. Garnelen und das ganze Zeug habe ich noch nicht bestellt, weil eben, ich will zuerst das Aquarium rundlaufen, bevor ich da irgendwelche neue Tiere rein tue. Und ja, ich denke im nächsten Vlog, Vlog wird es dann ein bisschen mehr geben, mehr Infos geben über das Ganze. Dann das andere, ich habe eine neue Bartöl-Kreation kreiert mit Pfefferminz und Erdbeere und es ist absoluter fucking Hammer. Nur so nebenbei, ja, egal. Ja, das wäre es eigentlich. Ah ja, übrigens Bart gefärbt, wie man vielleicht sieht. Nelz, Schnitten, da habe ich einen Fehler gemacht, wie man sieht. Da ist ein bisschen mehr als da. Scheiße gelaufen, kann passieren. Ja, egal. Aber mit Bartöl flutscht das. Und ja, ich würde sagen, das wär's für diesen Vlog. Ja, ihr wisst, wie es auf YouTube läuft. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video online stelle. Irgendwie ist es voll sinnlos, aber scheißegal. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen, gebt mir einen Kommentar, gebt mir ein Abo, gebt mir irgendetwas. Scheißegal. Wie gesagt, ich hänge es einfach hier ein bisschen, mache meine Vlog-Videos, erzähle ein bisschen von meinem Leben, erzähle einfach ein bisschen irgendeinen Scheiß und denen, wo das passt, klickt auf Abonnieren. Die anderen, lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao!